Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir Sims 3. Ja, einige von euch wissen es ja schon, dass ich das Projekt Sims 3 gerne starten wollte. Eigentlich schon relativ lange. Ich hatte nur keine Lizenzen für die Sims 3. Vielen, vielen lieben Dank, Greenie, dass du es möglich gemacht hast, dass wir jetzt Sims 3 spielen können. Ich freue mich so mega. Meine Packs, die ich alle installiert habe, stehen in der Infobox. Wir spielen jetzt hier gerade. Einfach tierisch, glaube ich, heißt das Pack mit den Tieren. Das spielen wir gerade, denn wie ihr hier seht, wir haben ja eine Hauptdarstellerin sozusagen. Das ist Kara Jones. Sie ist jetzt gerade nach Appaloosa Plain gezogen. Sie wohnt noch nicht allzu lange hier. Ihre Wohnung ist auch noch nicht ganz wirklich so, wie sie sich das vorstellt. Ja, vor allem die Küche, die musste sie so übernehmen, wie sie war. Sie hat sich eine Mikrowelle gekauft, dass sie mal ein bisschen, ja, ein paar Sachen einfach schnell warm machen kann. Ansonsten ist hier alles eher sporadisch eingerichtet, denn Kara ist im Moment leider arbeitslos. Sie hat leider ihren Job verloren. Sie hat in einer anderen Stadt davor gewohnt und ist jetzt mit ihren beiden Tieren hier nach Appaloosa Plain gezogen, denn sie wünscht sich, Reitlehrerin zu werden. Denn sie liebt Tiere über alles. Ihr seht hier ihren Hund. Das ist die Ginny Jones. Ihr seht's hier. Sie ist ein Weibchen. Sie ist ein Border Collie. Sie ist sehr, sehr schlau. Sie schwimmt gerne und ist extrem treu und liebt auch unser Pferd. Die Kara gucken wir auch jetzt gleich nochmal in dem Erstelle einen Haushaltmodus an. Davor sagen wir aber noch ganz kurz Hallo zu unserem Pferd, denn das ist Odin. Odin ist ein Appaloosa. So, Odin ist ein bisschen schlecht gelaunt, weil die Kara irgendwie keine Zeit hatte in der letzten Zeit für ihn. Ja, sie sind erst, wie gesagt, hierher gezogen. Es ist alles eher sporadisch. Odin wünscht sich eine große, schöne Weide und unbedingt natürlich eine Freundin. Er ist jetzt hier ganz, ganz alleine, als sie hierher gezogen sind. Davor haben sie wunderschön gewohnt und da hatte er ganz viele Freunde auf der Koppel. Und jetzt ist er so ein bisschen einsam. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch bald ändern können. Das ist im Moment unser Zuhause. Also was ganz, ganz süßes, kleines. Wir haben kein Auto, wir haben gar nichts. Die Kara kann sich, wie gesagt, im Moment leider gar nichts leisten. Ja, ich persönlich muss sagen, also ich, die Sandy, ich liebe Kara. Ist sie nicht wunderschön? Oh, sie ist so, so hübsch. Sie hat noch keinen Freund und sie hat auch hier noch keine Freunde gefunden und fühlt sich auch ein bisschen einsam, wie man, ja, wie man hier auch ein bisschen sieht. Sie hat natürlich ihre Tiere, aber ansonsten fehlt im Moment so ein bisschen der Spaß. Und ja, was sie noch nicht weiß, ist, dass ihr Onkel verstorben ist und sie jetzt einen wunderschönen kleinen Hof erben wird. Und da wird sie dann auf jeden Fall hinziehen mit ihren Tieren. Und sie wird auch eine Mitbewohnerin bekommen. Ihre beste Freundin, die Queenie. Die lernen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge kennen. Ich hätte gesagt, als allererstes gucken wir uns mal unsere Kara an. Ich habe hier NRAS installiert, dass die Sims ein bisschen besser laufen und ja, dass man den Haushalt auch ändern kann. Chabadu. So, da ist sie, unsere Kara. Da gucken wir sie uns nochmal an. Ich habe ein paar Custom-Content-Sachen installiert für die Sims 3. Ich hoffe, die Musik ist jetzt gerade nicht zu laut. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen zu laut. Moment. So, ich glaube, jetzt geht's besser. Also, das ist die Kara. Wir gucken sie uns einfach mal ganz kurz an. Es ist halt jetzt ganz viel in meiner ersten Folge. Möchte ich euch einfach nur mal ganz kurz einfach zeigen, was ich so erstellt habe. Denn ich habe leider es nicht gefilmt. Die Kara war der erste Sims, den ich erstellt habe. Ich muss dazu sagen, ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben Sims 3. Ich habe vor einer Woche angefangen.
und suchte seitdem dieses Spiel. Also das ist Kara. Ich habe einen Custom Content Skin installiert für sie. So, ihre Haare sind auch Custom Content. Ich weiß nicht, ob ich ihn finde hier, von Casey. Und das trägt sie. Also das ist ihr Alltagsoutfit. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist alles drei Custom Content. Dann ihr Outfit für den Abend. Babel. Oh, ich finde sie so hübsch. Ich finde sie so hübsch. Ich habe jetzt die Haare überall gelassen. Falls ihr möchtet, dass wir sie ändern, zum So, Beispiel. so. Ja, ihr seht, das ist alles Custom Content. Dann sagt mir einfach Bescheid. Ihr dürft natürlich Da, dort. mitentscheiden. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön? Ich finde sie so wunderschön. Es tut mir leid. Balumi Lasix, na? Ich finde sie so wunderschön. Amila Sixa? Ja, das ist unsere Kara. Falls ihr euch fragt, woher der Name Kara kommt, ja, ich habe ihn von Detroit, von dem neuen PS4-Only-Game. Ich fand Kara einfach so wunderschön. Sie sieht nicht aus wie Kara, aber ich fand den Namen einfach cool. So, ihre Merkmale sind, sie ist ein Glückspilz. Sie ist hoffnungslos romantisch. Sie ist natürlich eine Tierfreundin. Sie ist umweltbewusst. Und sie ist Vegetarierin. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass sie Vegetarierin ist. Ihr Lieblingsessen sind Pfannkuchen. Wer liebt nicht Pfannkuchen? Ihre Lieblingsmusik ist Country. Jawohl! Und ihre Lieblingsfarbe ist rosa. Und ich weiß gar nicht, was sie ist. Sie ist Jungfrau. Das habe ich nicht selber gewählt. Sie ist eine Jungfrau. Ja, das ist unsere Kara. So, jetzt sind wir zurück bei Kara. Dann, das ist ihre bescheidene Hütte. Moment, ich zeige sie euch kurz. Es regnet schon wieder. Also in Appaloosa Plain ist es wirklich ganz, ganz furchtbar. Da regnet es ständig. Ja, also es ist hier nichts Besonderes, ne? Hier ist ein Bücherregal, Fernseher, Couch. Hier hat die Ginny alles Mögliche liegen lassen. ich sehe gerade, die Kara hat noch nicht ihr Bett gemacht. Also ich zeige euch noch kurz die Küche. Ich habe es leider noch nicht im Griff, so Leute. Also es tut mir leid. Ich spiele das tatsächlich zum ersten Mal. Also wie gesagt, vor einer Woche habe ich angefangen. Tipps und Tricks sind gerne gewollt. Also das ist die Küche von Kara. Und das hier ist ihr Bad. Ja, ich find's okay, so wie es ist jetzt im Moment. Ich hätte gesagt, wir spielen jetzt einfach kurz, bis sie den Anruf bekommt, dass sie ein wunderschönes Haus geerbt hat. Denn anders können wir es uns natürlich nicht leisten. Also die Kara ist komplett pleite. Die hat nur noch 855 Simoleons, weil sie im Moment arbeitslos ist. Also was soll man denn tun als Arbeitsloser, ja? So, sie muss jetzt als erstes mal ihr Bett machen, weil es geht gar nicht ohne Bett machen. Und dann muss die Kara mal was essen, weil die hat nämlich super viel Hunger. Unsere Ginny, die schläft noch. Die war nämlich die halbe Nacht wach, weil sie keinen Schlafplatz gefunden hat, weil sie hasst ihr Bett. Es ist ihr zu klein. Und auf die Couch wollte sie auch nicht. Deswegen haben wir auch keinen Tisch, weil sie ansonsten nicht mehr auf die Couch springt. Es ist nicht so einfach bei uns. Ja, ihr könnt natürlich komplett. Oh Gott, ist es laut. Ist es bei euch auch so laut? Bin mir nicht sicher, aber ich finde es irgendwie zu laut. So, denn also ihr könnt gerne mitentscheiden, weil also ich kenne mich so gar nicht aus. Ich habe Sims, ich glaube es war Sims 2 gespielt, als ich 19 war, also vor, upsie, 16 Jahren. Und ja, da habe ich halt immer so vor mich hingespielt und meine eigenen Stories erfunden und ja, also ich bin halt so kindisch, ne? Also mein Sohn sagt ja auch immer, ich bin so kindisch und ich erfinde halt immer so gern meine eigenen Geschichten und ja, ich denke, dafür ist es gemacht, oder? Also ich bin jetzt nicht jemand, der einfach hier so, oh, und jetzt mach mal das und jetzt mach mal das, und ich möchte gerne wirklich eine Story spielen, weil alles andere finde ich persönlich langweilig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, sie hat auf jeden Fall jetzt so Hunger, ich hab so Hunger. Mach hin, du dummer Ofen, sie verhungert. Gut.
Oh, jetzt verbrennt sie sich auch noch. Oh Gott. Es ist ganz furchtbar. Sie freut sich. Kara Jones hat Grundlagen des Gebietes Kochen ergriffen. Sie wird sich immer an diesen Augenblick erinnern. Diese, das teilen. Oh, wir teilen diesen Augenblick. Oh nein, wir wollen ihn nicht teilen. Es tut mir leid. So, die Kara ist jetzt. Oh. Oh no. Oh no. Es tut mir so leid. Ich habe es leider noch nicht so ganz im Griff mit der Kameraführung und so. Wir sehen sie leider nicht. Ich habe es vielleicht ein bisschen blöd hier gemacht. Ne? Seht ihr übrigens mein Einhornbild? Ist es nicht super süß? So, Kara hatte jetzt super, super viel Hunger. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zu unserem Pferd, oder? Wir gehen jetzt zu unserem Pferd und lassen ihn raus. Das Sommerfest ist in der Stadt. Verbringe mit deinen Freunden lange Tage voll Freude in der warmen Sonne. Das machen wir doch dann einfach das nächste Mal direkt. Jetzt muss ich die Kara erstmal ganz kurz um ihr Pferd kümmern und dann bekommt sie auch schon den Anruf der Anrufe. Oh my goodness, Leute. Ja, mach auf jetzt. Komm, auf geht's. Okay, wir hatten einen Script-Error. Ich habe das installiert. Was machst du denn jetzt? Kannst du bitte einfach den rauslassen. Was ist denn jetzt hier mit deinem Problem? Oh no. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Warum lässt sie ihn nicht raus? Kann mir das jemand erzählen? Mach halt jetzt einfach auf. Dem Odin geht's ganz schlecht. Der braucht Bewegung und hat Hunger. So, jetzt reicht's mit dem Nickerchen. Ich weiß nicht, was Odin hat. Er ist durstig und nass und er kommt hier irgendwie nicht raus. So. Ja, jetzt trink doch endlich was. Er hat Durst und Hunger und braucht Bewegung. So, also wir sind mittlerweile hier komplett nass. Das regt uns ein bisschen auf. So, wir galoppieren jetzt mal rum. Ich weiß nicht, ob er jetzt. Er hätte auch drin was zu trinken gehabt. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, sterben die jetzt irgendwie alle, wenn ich die nicht die ganze Zeit spiele? Oder können die nicht selbstständig entscheiden, wann sie trinken möchten? Das ist ja voll anstrengend, oder? Wir sind auf jeden Fall mittlerweile total durchgenässt, weil es regnet und es ist total ekelhaft und wir haben alle super schlechte Laune und wir möchten gerne alle weinen, weil es geht uns allen so furchtbar schlecht, weil wir haben kein Geld, unsere Box regnet an, wir nix, nix, absolut gar nix. Liebe Leute, absolut gar nix. So. Wo ist Kara? Okay, Odin geht's wieder einigermaßen. Okay, also Kara ist so ein bisschen anstrengend. Geht's zu deinem Telefon? Ja, hallo, hier ist Kara Jones. Ja, grüß Gott, Frau Jones. Hier ist Smith. Ich bin der Notar von Ihrem Onkel, Peter Jones. Ich muss Ihnen leider die traurige Nachricht mitteilen, dass Ihr Onkel verstorben ist. Oh nein, mein Onkel. So, 5 Minuten später. aber ich kann Ihnen jetzt sagen, er hat Ihnen Ihr komplettes Hab und Gut hinterlassen. Und dazu gehört auch eine Ranch auf Appaloosa Plain. Ich weiß nicht, ob Sie den Ort kennen. Ja, da wohne ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo denn? Ja, es ist ein wunderschönes Gebäude. Sie können dort auch Pferde halten.
gucken Sie sich's einfach mal an. Und ja, Sie können sofort einziehen, wenn Sie wollen. Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören. So, die arme durchnässte Kara ist jetzt ein bisschen traurig und ein bisschen glücklich. So, wir füllen jetzt kurz den Napf auf. Es regnet immer noch wie aus Kübeln hier. So, da bin ich wieder. Ich hatte jetzt leider gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Ich wusste jetzt nicht, wie ich den Haushalt umziehen lassen kann, ohne dass das irgendwie jetzt Probleme gibt. Ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir können die Kara noch quasi anrufen lassen. Sie ist leider immer noch total nass. Die Arme. Was machst du jetzt? Halt, stopp. Wir möchten umziehen. Hallo? Kara? So, ich werde einfach rausfinden, wie das funktioniert, dass ich meinen Haushalt umziehen lassen kann in unser neues Haus. Und dann hätte ich gesagt, in der nächsten Folge zeige ich euch dann unsere neue kleine Ranch. Und natürlich wird dann auch unsere Mitbewohnerin, entweder wird sie schon einziehen oder wir werden sie auf jeden Fall anrufen und sie fragen, ob sie bei uns einziehen möchte. Und dann hoffe ich, die erste Folge hat euch einigermaßen gut gefallen. Wir konnten natürlich heute jetzt noch nicht wirklich spielen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge schon ein bisschen mehr spielen können, dass sie sich dann auch zurechtfinden in ihrem neuen Zuhause. Und falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich von kostenlos Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.